Hallöchen, ihr seht den Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir Nina Gnädig. Und wir sprechen jetzt mal über das Thema, das überhaupt der Grund war, warum es diesen Verein gibt, nämlich Suizid und Suizidprävention. Mhm. Freunde fürs Leben. Vielleicht noch mal zum Einstieg. Was glaubst du denn, was ist der Grund dafür, warum das Sprechen über Suizid immer noch so ein Tabu ist in unserer Gesellschaft? Die Frage ist eigentlich, ich meine, wir haben gerade darüber geredet, dass das Thema Tod uns in der westlichen Welt oft schon Angst macht. Also dass das Thema Tod so weit wie möglich ausgegrenzt wird oder weggeschoben wird. Aber eigentlich ist es so, dass Selbsttötung sozusagen ist ja die größte Entscheidung, die man treffen kann. Die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und eigentlich auch die einzige, die man wirklich nicht revidieren kann. Und das macht Angst. Also das macht zu Recht Angst, weil es gibt so einen ganz tollen Satz von Robert Walser, der heißt, man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt. Okay. Und das bedeutet ja, dass jemand, der einen Suizid begeht, dieses für etwas nicht gefunden hat. Und zwar weder sozusagen, wenn er zurückdenkt an seine Erfahrungen aus der Vergangenheit, noch an die, ich sag jetzt mal, Begegnungen in der Gegenwart, noch im Hinblick auf eine hoffnungsvolle Zukunft oder irgendeinen Ausblick überhaupt, dass man eine Zukunft hat, dass er sich gegen all das entschließt und sagt, ich gehe lieber in die Ungewissheit eines Todes, von dem wir nicht wissen, was kommt. Ich kann verstehen, dass das Angst macht. Also ich kann verstehen, dass das denen Angst macht, die davon betroffen sind, wie auch denen, die daneben stehen oder, wie soll ich sagen, die lieben oder die beteiligt sind. Und ich finde die Frage, warum uns das Angst macht, die ist viel wichtiger als zu fragen, warum das ein Tabu ist. Meinst du denn, dass eine breitere Öffentlichkeit für dieses Thema, mehr drüber reden, helfen würde, um es zu enttabuisieren? Ja, was heißt breitere Öffentlichkeit? Es heißt einfach überhaupt mal einen Raum zu erschließen, in dem dieses Thema sein darf. Und wenn das Thema sein darf, dann wird sich dafür auch eine Öffentlichkeit finden. Also es ist fast schon modern unter erfolgreichen Menschen, die sehr viel beschäftigt ist, zu sagen, sie sind kurz vor dem Burnout. Das ist ja jetzt mittlerweile der gängige Begriff für Depressionen. Der wird eigentlich immer noch nicht benutzt. Also ausgebrannt zu sein, weil man sich so erschöpft hat, das darf man. Aber von innen heraus einfach so erschöpft zu sein, dass man das Außen nicht mehr packt, das darf man irgendwie immer noch nicht, glaube ich. Und die Konsequenz daraus, diese Hoffnungslosigkeit, ich glaube, die ist immer noch das große Hindernis. Dass die Leute sich einfach, das ist das eigentliche Tabu, sich furchtbar alleine fühlen. Einfach furchtbar alleine. Die sind so tief alleine, dass sie sich nach außen hin nur noch bedingt mitteilen können. Also die wenigsten Suizide sind spontan und plötzlich, sondern die meisten sind ja vorbereitet. Da haben ja Hilferufe stattgefunden, die entweder nicht gehört oder nicht gesehen wurden oder mit denen man nicht umgehen konnte. Und das ist für beide Seiten im wahrsten Sinne des Wortes einfach fatal. Denn das kannst du nie wieder gut machen. Ja, und ich denke schon eben, dass das Unwissen und die Unsicherheit, wie man mit so einer Situation umgeht, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, oder selbst in dieser Situation ist, dass das eben das große Problem ist und dass man durch mehr Aufklärung und eine breitere Öffentlichkeit vielleicht doch was erreichen kann. Also man weiß, wir beide sitzen jetzt hier und unterhalten uns über das Thema Suizid. Mhm. Ich glaube da eben schon daran, dass man zu wenig drüber spricht. Also nicht nur, weil es ein Tabu ist, sondern weil es einfach auch keinen Spaß macht. Das ist so, klar, also jetzt mal Oberfläche betrachtet. Klar. Ja.
Aber man muss ja dringend drüber sprechen, damit man wieder Spaß haben kann, sozusagen. Mhm. Also, ich glaube, das ist tatsächlich mit dem tabuisierten Gefühl von Einsamkeit zusammenhängt. Und damit einhergehend von Scham und von Schuld. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach wahrscheinlich für einen Betroffenen, der sich allein fühlt, fündig zu werden. Also nach außen. Nicht in sich und immer tiefer in sich in einen Strudel hinein, der dann auch eine Eigendynamik hat, sondern nach außen zu gehen und, wenn es keine Hilfe gibt, sie sich zu suchen. Es gibt sie. Irgendwo. Mhm. Ja, das muss auch so ein bisschen der Sinn der Sache sein, dass man vielleicht auch mal Sachen so ein bisschen bündelt und das Betroffene auch wissen, wohin. Das in jedem Fall und auch, dass das Wort Suizid ja auch immer noch so geheim gehalten wird, dass man gar nicht sieht, es ist letzten Endes 1/20 der Suizidversuche sind erfolgreich. Mhm. Das heißt, ganz oft wollen, glaube ich, Menschen, die sich selbst töten, gar nicht selbst töten. Auch dieses Wort, da bin ich auch so oft schon drüber gestolpert. Entweder man sagt Selbstmord, Mord ist ein justiziarisches Verbrechen, das größte, das es gibt. Dieser Mensch begeht kein Verbrechen, er fällt ein Urteil über sich selber, das ihm freisteht, das ist sein Leben. Deswegen finde ich dieses Wort ganz schwierig und das Wort Freitod, das so schön klingt, ganz oft sind Menschen, die sich entscheiden, sterben zu wollen, nicht frei. Nicht in dem Moment, wo sie sozusagen nicht mal den Entschluss fassen, ja, sondern die Tat umsetzen. Klingt auf jeden Fall heroisierender, als es gedacht ist. Ja. Ja, vielleicht will man damit auch verteidigen. Vielleicht. Ich glaube nur, dass Selbsttötung in den allermeisten Fällen ein Hilferuf ist. Und dass man ihn als solchen sehen sollte. Mhm. In jedem Fall, wenn jemand zu Hilfe ruft, normalerweise verhalten sich Menschen dazu. Und in diesem Fall, wie immer diese Hilfe gerufen wird, vielleicht sollte man sensibilisieren, dass man es auch besser hört. Bei sich selber auch. Ich glaube, dass Menschen auch dabei sich selbst Angst haben, bestimmte Farben anzunehmen. Ja, dann halten wir fest, Mut ist in jedem Falle wichtig. Und Signale wahrnehmen ist wichtig und dann auch wirklich drüber reden und nicht wegducken.